What? Oh, come on. Ich hatte nicht genug Platz im Stash für Geld. Wir sind hier weltoffen. Hier kann jeder herkommen. Hier kann jeder herkommen. Jeder darf hier irgendwas machen. Aber Computerspiele sind hier verdammte Computerspiele. Und nicht irgendwelche Real-Life-Dinge. Ich kann verdammte Computerspiele von Santiano in deiner Musikbibliothek nicht finden. Das ist natürlich schade. Wahrscheinlich gibt's das Lied gar nicht. Anfassen, ich bin da. Fass ihn an. Fass ihn an. Meinerlich noch beschissener. Hör auf umzuheulen. Nur rüberziehen. Bist fertig? Sag's mir, wenn du durchs große Tor kommst, bitte. Was für ein großes Tor? Ja, das, bevor du bei dem Kreisel da unten bist. Wo du hochlaufen musst. Ich hab gerade gedacht, dass ich das selbst hier gehört. Ich komme jetzt gelaufen. Durch das große Tor. Jetzt. Du bist ein blöder Horn. Oh Mann, du warst kacken, ne? Ja, ich habe deine Klos gerne sauber gemacht heute. Damit du richtig schön abscheißen kannst. Ganz viel Liebe für dich. Super. Ich wollte schon immer mal einen Trennstreifen für die Augen haben. Nee, 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 nee. Meine Damen und Herren, mein Name ist Marcel Davis. Ich habe für Sie heute ein extravagantes Angebot. Sie können hier nur Gewinne machen. Investieren Sie noch heute in die Speck... Prime Queen. Da ist dein Platz. Verpiss dich. Hau ab. Scheiße. Pirius, das ist so eine Frage, die kann dir keiner beantworten, ob es das Spiel lohnt. Entweder, also, ich versuche dir das mal sinnbildlich zu erklären. Du gehst auf eine Party und da ist eine ganz hübsche Dame. Und du gehst zu der hin, sprichst sie an, ihr sprecht, ihr habt einen schönen Abend, ihr trinkt ein bisschen was und ihr landet bei ihr. Ihr lest ein Buch, erzählt euch Geschichten über Harry Potter und dann geht's rund in der Kiste. Es geht richtig heiß her. Ihr beide habt eine richtig schöne Zeit. Und dann auf einmal steht sie vor dir. Und dann hat sie einen Strap-on an. Und der ist noch eingewickelt in Schleifpapier. Und dann schiebt sie dir den hinten einfach mal ganz geschmeidig rein. Und dann geht's los. Die ganze Nacht. Und das ist Tarkov. Wir haben da hinten eine Menge Wumms. Aber wenn... Grafikkarte gefunden? Hey, here's some stuff. Found something. Ja, nimm mit den Scheiß. Nein, ich bin voll. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Ey, mein Rucksack ist voll. Ich könnte es halt nur noch in meine Tactical Rig reinpacken und das wäre mir zu unsicher. Weil, warte, obwohl ich, warte, ich kann Platz machen. Moment, ich trinke kurz was. Warte kurz. Oh, Nüppel, hast du Durst? Oh, Mann. Oh, Knüppel. Mann, du bist ja richtig dehydriert, Knüppel. Du trink doch mal was. Ich habe ja nur alles eingekauft, ne? Dieses Jahr. Nahrungsmittel, Katzenfutter, neue Hemden. Die Hemden sind gewaschen. Und alles ist gemacht. Aber Klopapier. Klopapier braucht kein Mensch. Nee. Klopapier braucht keine Sau. Und das muss man auch nicht kaufen. Nein. Und vor allen Dingen muss man auch nicht, bevor man aufs Klo geht, danach gucken, ob man welches hat und nicht halbnackt durch die Wohnung laufen und dann festzustellen, dass man kein Klopapier hat, um dann in die Küche zu laufen, wo die halbe Nachbarschaft reingucken kann mit runtergelassener Hose und gucken, ob Zewa da ist. Und ratet mal, was nicht in der Küche ist. Richtig, Zewa. Aber Hauptsache, du hast Zewa auf deinem Tisch. Toll. I'm sorry. Aber that's my space, dude. Oh, come on, let me join you, man.
Warum steht mitten auf der Straße Fuel? Okay, Chat. Es wird wahrscheinlich ein Bait sein. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn der Rattensinn tingelt, dann muss man da ran. Ja, ja, ja! Ja! Besser. Können wir ja, so kannst du ja nicht durchs Haus gehen. Ich schmeiß immer so viele Waffen weg, dass Chat ab und zu mal ein bisschen read, so. Nein, tu's nicht! Oh! Ich habe auch meinen Arschloch bleachen lassen. Ekelhaft. Was ist denn daran ekelhaft? Hallo? Die ganze Zeit, pass mal auf jetzt hier. Ich erkläre dir mal ganz kurz etwas, weil Papi hat ein paar Dokumentationen gesehen, ja? Wenn du da draußen abends hier ein bisschen an der Palme kurbelst, weil du dir gerne mal einen sportlichen Film angucken willst, wo es um Biologie geht, ja? Dann sind die meisten Damen dort, haben ein gebleachtes Arschloch. Das heißt, du kennst dich besser mit gebleachten Arschlöchern aus, als du denkst. Denk mal drüber nach. Du wusstest es nur noch nicht. Ich habe übrigens Klopapier gekauft heute. What? Oh, get wrecked, son! Woo! Mami, sie haben mir mein Spielzeug weggenommen. Jetzt kann ich gar nicht mehr mit meinem Bobbycar durch die Garagen fahren. Mann! So ein Shit aber auch. Hey, buddy. Wait, what? Ihr habt eine Grafikkarte weggeschmissen? Are you fucking serious? What? Oh, shit! Nein! Oh, du bist so ein Hodenbaiter, Alter. Der hat mich ver... Oh, mein Gott, es hat geklappt. Und warum trinke ich gerade? Der hat Rückwärtshalte gemacht. Der hat sich von alleine wieder hingelegt. So, tschüss. Oh, shit. What? Oh my. Der Klassiker. Du hast es bestimmt schon. Du bist die Risikogruppe. Was, Alter? Ich bin kerngesund. Mein Immunsystem ist on fleek. Verstehst du? Das ist Arnold Schwarzenegger auf fucking Steroide. Wenn hier irgendwas in meinen Körper kommt, dann gibt's haja, 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 Luftkick und dann... Hey, Junge! Kommt Bruce Lee noch und zack, die Bohne! Zack, die Bohne! Muss ja auch ein bisschen juicy schmecken, ne? Oder was? Das könnte vielleicht ein bisschen viel Salz gewesen sein. Eine Minute, 37 Sekunden später. Mein lieber Mann, ne? Das ist schon... Schmeckt das wie Mayo? Oh ja. Solidaritätszuschlag, Kappa. Ey, Bagger,
setz den Helm ab! Ne, brauchst nicht absetzen, hab ich kaputt gemacht.